Auto ist super rostig, das ist unglaublich. Hinten auch kein Treffer. Da hinten sind Mustangs, Mustangs, Mustangs. It's ready to go. Wir sind in San Francisco. Genau. Und warten auf unseren Mietwagen. Aber wir warten seit 10 Minuten darauf. Also Leute, eigentlich wollten wir einen Wrangler haben, weil wir den ja in Kanada hatten und der war echt cool. Da meinte der Typ, ah, der Wrangler, der hat ja nur zwei Türen, also ist jetzt nicht so geil. Und dann konnten wir hier so durch die Gegend laufen und gucken, was wir sonst nehmen könnten. Und ein bisschen überreden und ein bisschen quatschen, wenn wir das Ding jetzt bekommen. Für den gleichen Preis wie den Wrangler. Ja, auf jeden Fall genug Platz. Aufgestanden, wir gehen jetzt frühstücken und wir wissen noch gar nicht, wo wir heute Abend enden. Das macht die Sache immer ein bisschen spannend und das ist auch das, wo ich selbst den Reiz drin habe und auch so ein bisschen die Herausforderung. San Francisco ist eine sehr europäische Stadt. So, wir liegen einfach mal jetzt kurz so. Es ist eine sehr europäische Stadt, was super cool ist, weil man fühlt sich hier auch irgendwie sehr, sehr wohl. Es ist sehr kosmopolitisch und die Leute hier können sein, wie sie wollen und es stört hier auch niemanden. Ja, also bleibt dran und weiter geht's. Okay Leute, wir sind bei Jim. Jim hat einen W112 zu verkaufen, eine totale Vollrestauration. So Jim, what's the story behind the car? How you get it? How long it's sitting? Or... It's been sitting for 30 years. 30 years? Here at your yard? No. No, not here. At a friend's yard, probably 5 miles away. Okay. Full of water, it's rusty. What happened that it's full of water or... Sunroof leak. Ah, okay. So it was dropping in? Okay. People are just trying to buy the stainless steel. Yeah, I know. It's because they it's a 300. The horn yeah. ring and yeah. the steering I know. Wheel. I know. It's because and it's the a airbag mm-hmm. and the air pump mm-hmm. and the transmission. Yeah. The grill is there? Missing. Okay, I asked you if it's complete. I know. Okay, so grill is missing? You're right. Grill is missing. Okay. Okay, also, Auto ist super rostig, das ist unglaublich, aber es ist ein interessantes Auto, es ist ein 300 SE. Der Motor ist komplett und das ist halt das Wichtige. Fahrwerk scheint auch komplett zu sein, aber muss komplett überholt werden. Es ist eine totale Restauration, aber die Dinger gibt es kaum noch als Restaurationsbasis, sowieso sehr selten, wenn dann als 220er oder 250er, aber als 300er mit komplett allem dran, bis auf den Grill, gibt es nicht allzu oft. Ne? You can see all the bridges, San Rafael, Bay Bridge, that's pretty Golden Gate. So 66? 66. Used to
still driving it, or you just yeah, it? Yeah, that's cool. It's got that wood wheel on it. That's the only option of the three-dial dash. Yeah. With a wood steering wheel. That's it. Man, thank you for your time. I will get back to you. I hope we can stay in touch. So Leute, das war halt ein kurzer Tag. Wir haben nur ein Auto wirklich begutachtet, beziehungsweise ein zweites, aber da kriegen wir wahrscheinlich morgen ein paar mehr Informationen. Wir sind jetzt im Hotel, das war ein langer Tag, aber ich denke, morgen können wir euch ein bisschen mehr präsentieren und auch zeigen. Wir gehen jetzt erstmal ins Bett und tanken ein bisschen Kraft für morgen. Leute, wir sind am nächsten Tag angekommen. Wir gucken uns ein neues Auto an. Was bei rumkommt, werdet ihr dann sehen, denn wir nehmen euch mit. Also alles klar, let's go. Hey Leute, wir sind hier bei Dave. Dave hat ein Auto zu verkaufen. Wir schauen uns das mal kurz an. Wir sind jetzt gerade hier. We are already in Sacramento? Yes. Okay, wir sind in Sacramento. Jetzt gehen wir mal rein, gucken uns mal an, was er zu verkaufen hat. Okay, let's go. Okay, so it sat for 2 years and we got it running and drove it around. Okay. And then it sat again. Okay. Can I take a look around? Please. Okay, cool. It's all yours. Okay, cool. Cooler Typ, auf jeden Fall sehr, sehr freundlich. So haben wir es ja am liebsten, wenn die Leute auch so ein bisschen mit uns zusammenarbeiten wollen und uns so ein bisschen uns auch was zum Auto erzählen können. Ne? Der Wagen steht jetzt hier seit 7 Jahren, wurde auch mal relativ schlecht nachlackiert. Das sieht man hier an der Stelle und vor allem sieht man das hier. Also der wird hier irgendwas mal gehabt haben. Hier haben wir noch den alten Lack drauf und wir haben 80 μ. Das ist also die Schicht vor dem Klarlack. Das heißt, der wird irgendwas Kleines mal gehabt haben, weil wir haben jetzt hier so 500 μ. Da wird er ein bisschen was nachgespachtelt haben. Der Rest außerhalb dieses Bereichs liegt bei 360. Das ist für eine zweite Lackierung völlig in Ordnung. Ansonsten vollständig und was sehr cool ist, das Armaturenbrett ist nicht gerissen. Ganz, ganz selten in Kalifornien. Wir werden das Auto jetzt nicht starten. Das hat einfach den Grund, der Wagen steht seit 5 Jahren und das wollen wir nicht riskieren. Deswegen wird er jetzt erstmal, wenn wir ihn kaufen sollten, so nach Deutschland gebracht und wird dann erst wieder zum Leben zurückgeholt. Hinten auch kein Treffer, also das heißt, hinten sind die Bleche gerade. Unten die Seitentasche haben wir uns auch gerade angeschaut. Auch die sind gut. Hey, Sir. So, auf der Beifahrerseite haben sie auch noch lackiert. Die typische Schwachstelle bei dem 107ern, das sind die Wagenheberaufnahmen, aber die sehen hier wunderbar aus, also da muss man sich auch keine Sorgen machen. Ah, das einzige große Risiko ist der Motor. Dadurch, dass das Auto seit 7 Jahren oder seit 5 Jahren jetzt nicht mehr gelaufen ist, müssen wir mal schauen, was damit wird. Aber jetzt gehen wir erstmal in die Verhandlungen und gucken, ob wir den mit nach Deutschland nehmen. Mit dem Preis nicht einigen und das heißt, wir werden jetzt eine Münze werfen. Ah, okay. Oh! Ah, you win, okay. Der Typ, den ihr im Hintergrund gesehen habt, der jetzt hier noch drin war, das war ein anderer Kaufinteressent, der auch den Wagen gerade kaufen wollte. Der Wagen ist erst ein paar Stunden online und haben nochmal Glück gehabt. Okay, Leute, wir haben einen Deal. Wir haben den Wagen jetzt gekauft, aber wir haben noch was anderes Cooles gefunden. So we decided that I was going to put some new tires on it. We just rebuilt all the brake calipers. I'm replacing the hoses. I have a couple of last minute things I had to put in. It's ready to go. Okay Leute, das ist das Coole an diesem Job. Manchmal kaufst du ein Auto und dabei steht irgendeins in einer anderen Ecke rum und beachtest das vielleicht manchmal noch gar nicht so richtig. Manchmal sind die auch zugedeckt und denkst dir, was ist denn da drunter? Ne? Und das haben wir jetzt auch gemacht. Mir gefällt aber selbst die GTV-Serie so unglaublich gut, dass das jetzt hier noch ein Auto ist, was zum Verkauf steht und was dann den nächsten Tag fertig sein wird. Das ist natürlich immer so eine richtig coole Story. Und das Krasse an diesem Auto ist, es hat eine Klimaanlage, was ganz, ganz selten ist, und es hat ein Schiebedach. Der Innenraum ist phänomenal, also wirklich, das ist alles, das
Auto ist seit 20 Jahren, steht das rum oder ist hier in der in Storage, also in der Lagerhalle. Ich vermute mal nicht, dass er die 100.000 geknackt hat, also wird er vielleicht 40.000 Meilen, 75.000 Kilometer auf der Uhr haben. Super, super geiles Auto. Den werden wir sofort online stellen, weil das Ding wird nicht lange bleiben. Also da bin ich mir ganz, ganz, ganz fest überzeugt. Haha! Der Papa hat ein Auto gekauft. Und vielleicht sogar ein zweites, mal gucken. Also, der Mercedes ist cool. Das ist so ein Einsteigermodell. Der braucht also ein bisschen Arbeit. Wenn er nach Deutschland kommt, kriegt er erstmal neuen Sprit, neue Benzinpumpe und dann gucken wir mal, wie er läuft. Wir werden mal schauen, ob wir ihn fertig machen. Das heißt, ob wir ihn lackieren und einmal technisch ein bisschen fit machen und dann mit dem TÜV reinstellen. Oder ob wir ihn so, wie er ist, nicht fahrend, mit den Lackmängeln, super günstig, einfach weghauen, dann freut sich immer meistens der Kunde. Und der Alpha, der im Hintergrund stand, der war auch super, super interessant. Von daher, mal gucken, wie es weitergeht, ne? Wo fahren wir jetzt hin? Wir fahren jetzt zu einem Kumpel von mir, Jeff, den kenne ich jetzt schon ein bisschen länger. Der macht hier so meine Deals in Sacramento. Ja, kauft dann die Autos, schickt nur mal die ganzen Bilder und sowas. Der hat eigentlich einen Schrottplatz und das sieht auch total geil aus. Jetzt müssen wir ihn bloß mal fragen, ob er uns auch erlaubt, bei ihm auf dem Schrottplatz drehen zu dürfen. Weil das Ding, wenn du das von außen siehst, würdest du nicht erkennen, was er da so rumzuliegen hat. We're gonna make it a small round. Okay, cool. Thank you, Jeff. Okay, Leute. Das ist Jeff gewesen. Mit Jeff mache ich ja schon eine ganze Weile was. Und Jeff hat einen Junkyard. Und der hat echt coole Sachen. Wie zum Beispiel, wenn du mal hier guckst. 68er Cougar. Sieht ganz cool aus. So, wenn ihr mal guckt. Mustang. Hier haben wir einen 65er, 69er. Das war mal ein Mustang. Der hat viele Mustang-Teile hier, was halt echt praktisch ist, wenn man irgendwas braucht. Gerade wenn du irgendwelche originalen Teile suchst und dann hast du hier irgendwelche Trims und sowas alles. Das ist schon irgendwie ganz cool, das macht auf jeden Fall eine Menge Laune. Hier 73er finde ich auch immer ganz cool. Hat auch seine besten Tage hinter sich. Ja, das wollten wir euch mal kurz zeigen. Wir fahren jetzt auch gleich wieder weiter. Aber das war auf jeden Fall, ich dachte, das wollen wir euch nicht vorenthalten, ne? Leute, heute ist ein Tag vorbeigegangen, der war mega cool. Wir haben ein Auto gekauft, wir haben ein anderes durch Zufall entdeckt. Das bieten wir jetzt gerade schon auf dem deutschen Markt an. Sollte es euch gefallen, guckt auf unsere Website, guckt auf mobile. Die guten Angebote, die sind sehr schnell weg bei uns. Deswegen, wenn ihr was seht, meldet euch bei uns. Für uns war es das für heute. Wir gehen jetzt ins Hotelzimmer. Alles klar, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.